Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr The Forgotten, den neuen Charakter aus dem 5. Booster Pack von The Binding of Isaac Afterbirth Plus, freischalten könnt. Und zwar müsst ihr dafür als allererstes den ersten Boss besiegen in der ersten Ebene. Dann braucht ihr eine Bombe, die müsst ihr irgendwo im Anfangsraum platzieren. Dann kriegt ihr hier diese kleine Broken Shovel. Ab jetzt müsst ihr aufpassen, denn hinter euch werden Moms Stiefel euch versuchen zu treffen. Und mit dieser Shovel müsst ihr es jetzt schaffen, in 20 Minuten Marm zu besiegen, sodass ihr zum Bosswash kommt. Das Negativ nimmt ihr natürlich mit, denn ihr müsst später noch in die Dark Chest rein. Dann müsst ihr es schaffen, den Bosswash zu besiegen. Und sobald ihr den Bosswash geschafft habt, kriegt ihr noch das zweite Stück der Shovel. Von diesem Moment an wird Marms Fuß auch nicht mehr auf euch runterstampfen. Und diese Shovel dient quasi wie We Must Go Deeper. Und die könnt ihr jetzt einfach einsetzen, um die nächsten beiden Ebenen zu überspringen. Ich würde Satans Ebene nicht überspringen, denn ich weiß nicht, ob man dann in die Dark Chest kommt. Kann aber sein. Ich habe auf jeden Fall Satan danach nochmal besiegt. Und sobald ihr dann in der Dark Chest drinne seid, müsst ihr quasi nur noch diesen Raum hier finden, wo auf dem Boden so ein Grab ist, würde ich sagen. Und da müsst ihr euch einfach in die Mitte stellen, während ihr die Schaufel natürlich die ganze Zeit noch habt. Und einmal graben und voila, ihr habt The Forgotten freigeschalten. Und zudem auch noch Boneheart. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist auf jeden Fall eine sehr krasse Challenge und ich gratuliere jedem, der das schafft. Ja, und dann hoffe ich, dieses kleine Tutorial hat euch geholfen. Über einen kleinen Like würde ich mich freuen. Und ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.